Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott. Amen. Durch Gnade Gottes werden wir heute gemeinsam eine kurze Biografie des heiligen Apostel und Evangelist, den Märtyrer Markus, hören. Der Apostel Markus ist aus einer jüdischen Familie, aus dem Stamm Levi, in den damaligen 5 westlichen Städten, heutigen Libyen und Algerien, geboren. Er hat Hebräisch, Griechisch und Lateinisch gelernt und noch dazu studierte er das Gesetzbücher und die Propheten. Als Barbaren in den 5 westlichen Städten ihre Vermögen überfallen haben, von dort zog er mit seiner Familie in ihre Heimat zurück. Es war der Zeit, kurz bevor Jesus Christus seine Botschaft angefangen hat. Damals war der Apostel Markus in etwa 20 Jahre alt. Er hat 2 Namen. Einen heißt Johannes, der Familie, und zweitens außerhalb der Familie hieß er Markus. Er war verwandt den Apostel Barnabas. Er war der Sohn seiner Schwester. Er hat Christus nachgefolgt und seine Mutter heißt Maria und sie war eine von den Mariens, die Jesus folgten. Bei Festnahme Christi war Markus dabei. Darüber erzählt er in seinem Evangelium, Markus Kapitel 14, Vers 51. Seine Familie haben Christus gefolgt. Ihr Haus war, wo Christus seine Paschafest mit seinen Jüngern gegessen hat und dort das erste Eucharisti gefeiert hat. Die Aposteln nach der Festnahme Christi waren in diesem Haus versteckt. Dort Christus erschien ihnen und den Heiligen Geist kam herab zu ihnen. Seine apostolische Tätigkeit hat schrittweise zugenommen. Als erst hat er als Begleiter den Aposteln gewirkt. Erstens, er hat den Apostel Petrus in Judäa und später in Rom begleitet. Zweitens, er hat den Apostel Paulus in Antiochien, Kolossae, Aquila und in Rom begleitet. Drittens, er hat den Apostel Barnabas in Zypern und Paphos begleitet. Ende 50 Jahre hat er seine alleinige Missionaufgaben angefangen. Als erst ging er in die 5 westlichen Städte. Danach kam er Anfang den 60er Jahre nach Alexandria, Ägypten. Von dort kehrte er einmal wegen Verfolgung nach der 5 westlichen Städte um und kam weiter nach Alexandria zurück. Zweites Mal ging er von Alexandria nach Rom, weil der Apostel Paulus ihm um Hilfe gebeten hat. Nachdem der Apostel Paulus das Martyrium erlangte, kehrte der Apostel Markus nach Alexandria zurück. Innerhalb 2 Jahren hat auch der Apostel Markus seine Martyrium erlangt in Alexandria. In den 7 Jahren und einige Monate, die er als Missionar in Ägypten tätig war, hat er Folgendes erbracht. Erstens, sein Evangelium geschrieben,
in der griechischen Sprache. Dieses Evangelium ist das erste Evangelium, die überhaupt geschrieben wurde. Dieses Evangelium ist für Nichtjuden geeignet oder gerichtet. Es erzählte direkt über Christus und seine Gottheit und Macht. Dieses Evangelium bezeichnet als Löwe, weil einst der Apostel spricht über Christus als der Löwe der Juden und einmal begegnet er auch unterwegs im Jordan Löwe und überwältige ihn im Namen Jesu. Zweitens, er weihte Bischof für Alexandria und weihte auch noch Priester und Diakone. Und dafür hat er auch das Zeremoniegebet verfasst. Und drittens, dort hat er Liturgie gefeiert und ein Liturgiebuch auch verfasst. Viertens, er hat eine katechische Schule ins Leben gerufen. Und die ist die erste Schule überhaupt, eine christliche Schule ins Leben gerufen wurde. Und sie hat für alle Christen gedient. Sein Segen sei mit uns allen. Amen.